Spannung, Spaß und Fußball pur. Das bietet ein Besuch im Steigerwaldstadion. Kommt mit mir auf einen Rundgang und erlebt Erfurt von seiner sportlichen Seite. Das Steigerwaldstadion, voller Name Steigerwaldstadion, präsentiert von der Mediengruppe Thüringen, ist ein Fußballstadion im Süden von Erfurt, der Landeshauptstadt des Bundeslandes Thüringen, und ist die Heimspielstätte des FC Rot-Weiß Erfurt. Außerdem ist es das zweitgrößte Stadion Thüringens nach der Skatbank Arena in Altenburg. Den Namen hat die Anlage vom nahegelegenen Steigerwald erhalten. Betrieben wird das Stadion von der Arena Erfurt GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH und der Messe Erfurt GmbH. Die Planung eines Stadions geht bereits auf die Mitte der 1920er Jahre zurück. 1927 wurden vom damaligen Stadtbaurat und dem Leiter des Hochbauamtes konkrete Pläne vorgelegt. Charakteristisch für das Stadion wurde das an der Ostseite errichtete monumentale Eingangsgebäude. Es bestand aus einem Mittelbau mit drei rundbogigen Toren und zwei symmetrisch dazu angelegten Seitenflügeln. Der Bau diente dem Einzug der Sportler bei Marathonläufen und wurde daher Marathontor genannt. Über den Toren befand sich eine Dachterrasse. Der anschließende Bau der Anlage zog sich aufgrund finanzieller Probleme bis 1931 hin. Die Kosten betrugen ca. 500.000 Reichsmark. Eröffnet wurde die Sportanlage am 17. Mai 1931 durch den damaligen Oberbürgermeister Bruno Mann unter der Bezeichnung Mitteldeutsche Kampfbahn. Das Stadion war zunächst noch nicht als Heimstätte für einen Fußballverein vorgesehen, sondern diente als typisches Mehrzweckstadion, vor allem Turnfesten, Reiterspielen und Leichtathletikveranstaltungen. Am 25. August 1935 bestritten Deutschland und Rumänien das erste Länderspiel, das Deutschland mit 4:2 gewann, im Erfurter Stadion. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Spielbetrieb zunächst eingestellt. Unter der sowjetischen Besatzungsmacht wurde die Spielstätte unter anderem für den Kartoffelanbau genutzt. Am 6. November 1948 erfolgte die Wiedereröffnung des Stadions unter dem Namen Georgi-Dimitrov-Stadion. Neben den Fußballspielen von Turbine FC Rot-Weiß Erfurt wurde das Stadion in der DDR-Zeit auch mehrfach für die Etappenankünfte des Radrennens Friedensfahrt und für Leichtathletikveranstaltungen genutzt. Die Fußballnationalmannschaft der DDR trug 5 Länderspiele im Stadion. 1991 erhielt das Stadion nach einer Befragung der Erfurter Bevölkerung den heutigen Namen. 1992 wurde die alte Holztribüne abgerissen und bis 1994 durch eine neue ersetzt. Im Jahr 1999 wurde die Flutlichtanlage komplett erneuert. Kurz vor deren Einweihung am 4.12.1999 knickte jedoch einer der 4 Masten aufgrund eines Materialfehlers ab. Nach einem jahrelangen Streit über die Schuldfrage und einem erneuten Wiederaufbau konnte das neue Flutlicht schließlich am 7. März 2003 endlich eingeweiht werden. 2001 fanden im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 3 Vorrundenspiele im Stadion statt. Am 13. Dezember 2010 wurde im Stadion eine neue Rasenheizung in Betrieb genommen. 2011 wurde ein Umbau des Stadions zu einer multifunktionalen Sport- und Veranstaltungsarena beschlossen, welche ursprünglich bis Ende 2013 abgeschlossen und rund 27 Millionen Euro kosten sollte. Die Ausschreibung für den Bau musste jedoch ein zweites Mal durchgeführt werden, nachdem es offenbar in der ursprünglichen Ausschreibung im Juni 2013 Fehler gegeben hatte. Am 8. August 2013 wurde bekannt gegeben, dass der Umbau im Spätsommer oder Herbst 2014 starten und 2016 abgeschlossen sein sollte. Von 2015 bis Januar 2017 wurde das Stadion schließlich zu einer Multifunktionsarena umgebaut. Es wurden 3 überdachte Tribünen sowie ein Funktionsgebäude neu gebaut. Die 1994 auf der Westseite errichtete alte Tribüne blieb vorerst erhalten. Aus Kostengründen wurde sie jedoch bisher nicht saniert, sondern entkernt und nur noch sporadisch genutzt. Architektonische Besonderheit des umgebauten Steigerwaldstadions ist die achteckige Grundform, wie man sie vom Nürnberger Max-Morlock-Stadion kennt. Farblich ist die Sportstätte in den Farben Rot und Weiß, den Farben des FC Rot-Weiß Erfurt, des Bundeslandes Thüringen und des Deutschen Leichtathletikverbandes gehalten.
Die Rechte am Stadionnamen sollten nach dem Umbau an einen Sponsor verkauft werden und rund 400.000 Euro Einnahmen bringen. Am 25. August 2016 wurde bekannt, dass die Mediengruppe Thüringen Namenssponsor wurde und das Steigerwaldstadion seinen Namen behalten wird. Offiziell kommt der Zusatz, präsentiert von der Mediengruppe Thüringen, hinzu. Ende Juli 2018 wurde der Vertrag über den Namen verlängert. Am 22. Januar 2017 war ein offizielles Eröffnungsspiel für das umgebaute Steigerwaldstadion geplant. Zu Gast sollte der Bundesligist Borussia Dortmund sein. Vertraglich wurde vereinbart, dass der BVB mit seiner besten Mannschaft antreten wird. Das Spiel wurde jedoch nicht angepfiffen, das Flugzeug des BVB konnte wegen Nebels nicht landen. Das Spiel wurde am 5. August 2017 nachgeholt. Das Steigerwaldstadion in Erfurt hat eine Kapazität von 18.711 Plätze. Diese sind aufgeteilt in 11.102 Sitz- und 7.509 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 6 und 24,50 Euro. Kommen wir wieder zu meinen Hinweisen zur Anreise. Das Steigerwaldstadion befindet sich im Süden Erfurts direkt an der B4. Das Stadion kann über die Autobahn A4, Ausfahrt Erfurt West, erreicht werden. Parkplätze stehen an der Thüringenhalle oder im Parkhaus am Stadion in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zur Verfügung. Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchte, kann vom Hauptbahnhof mit der Linie 1 in Richtung Thüringenhalle bis zum Steigerwaldstadion fahren, mit Ausstieg an der Haltestelle Landtag, Stadion Nord. Alternativ fährt die Linie 2 in Richtung Wiesenhügel und Linie 3 in Richtung Urbicher Kreuz, die Haltestelle Stadion Ost an. Zum Schluss noch mein Fazit. Die Straßenbahn fährt zwar bis zum Stadion, der Takt bei der Abreise ist aber alles andere als ideal. Vielleicht ist das eine Ausnahme gewesen, aber bei mir fuhr die Bahn nur alle 30 Minuten. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Ich war dadurch gezwungen, einen ziemlich langen Fußmarsch anzutreten und das bei ziemlich schwülem Wetter. Eine Anreise mit dem Auto ist daher definitiv meine erste Wahl. Außerdem ist es im Stadion nicht ideal, dass Essen und Trinken an zwei verschiedenen Ständen, die noch dazu nicht nebeneinander liegen, ausgegeben werden. Gerade wenn man alleine ein Spiel besucht, ist es dann ein ziemlicher Balanceakt. Sonst hat mir der Besuch aber sehr gefallen. Natürlich darf zum Abschluss noch das Bild vom Stadionmenü nicht fehlen. Das Bier war wirklich lecker. Und zur Rostbratwurst möchte ich nur zwei Worte sagen. Thüringer Rostbratwurst. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Es bedeutet mir wirklich viel, wenn ihr meine Leidenschaft für Fußball teilt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann empfehlt es gerne euren Freunden weiter. Und natürlich freue ich mich über jeden Kommentar und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, macht's gut, euer Stadiontester.